Die WHO befindet sich auf der Schlussgeraden. Sie arbeitet parallel an zwei revolutionären Abkommen, dem WHO-Pandemievertrag und den internationalen Gesundheitsrichtlinien, die überarbeitet werden. Ich nehme hier den Pandemievertrag genau vor, der ist wirklich atemberaubend. Die neueste Fassung von April 24 liegt, wie auch die anderen, natürlich gar nicht auf Deutsch vor. Und wer macht sich schon die Mühe, das zu übersetzen? Das hat natürlich irgendwie auch System. Was die Leute nicht verstehen, das können sie nicht bekämpfen. Wenn die Menschen in der Welt heute wüssten, was die da vorhaben, hätten wir morgen einen Volksaufstand für Demokratie und Rechtsstaat. Bei dem Pandemievertrag geht es, so heißt es immer, um die Vorbeugung vor Pandemien, die Vorbereitung von Pandemien, wenn das mit dem Vorbeugen nicht so richtig klappt, und die Reaktion auf Pandemien, wenn die dann doch ausbrechen, beziehungsweise wenn die WHO erklärt, dass sie ausgebrochen sind. Die teilen die Zeit insgesamt ein in die Zeiten vor einer Pandemie, während einer Pandemie und nach einer Pandemie. Nach der Pandemie ist vor der Pandemie. Wir kennen das aus dem Fußball. Wer denkt, dass es bei der Pandemiebekämpfung um die menschliche Gesundheit geht, der springt bedeutend zu kurz. Über allem steht der sogenannte One-Health-Ansatz. Und der ist, wie die wesentlichen Begriffe des ganzen Vertrages, definiert in Artikel 1. Zitat: One Health bedeutet einen Ansatz, der darauf abzielt, die Gesundheit von Menschen, Tieren und Ökosystemen nachhaltig zu optimieren. Er erkennt an, dass die Gesundheit von Menschen, Haustieren und Wildtieren, Pflanzen und der weiteren Umwelt einschließlich der Ökosysteme voneinander abhängig ist. Zitat Ende. Es geht also genau genommen um die ganze Welt und nicht nur um die nächste Corona-Grippewelle. Mit Blick auf die Menschen geht es um die umfassende Gesundheitsversorgung, die nach Artikel 1 bedeutet, Zitat, dass alle Menschen Zugang zu dem vollen Spektrum an hochwertigen Gesundheitsdiensten haben, wann und wo sie benötigen, ohne finanzielle Härten. Dies umfasst alle Dienste von der Gesundheitsförderung über die Prävention, Behandlung, Rehabilitation bis hin zur Palliativpflege. Zitat Ende. Jeder Mensch auf der Welt hat also den Anspruch auf die beste medizinische Betreuung überhaupt. Ganz besonders die sogenannten Personen in gefährdeten Situationen. Auch die werden bereits in Artikel 1 definiert. Es seien, Zitat, Personen mit einem unverhältnismäßig erhöhten Risiko einer Infektion. Das klingt irgendwie blumig. Und wenn man den ganzen Vertrag durchliest, dann stößt man auf diese Gruppe immer wieder und fragt sich, wen meinen die damit wirklich? Um das zu wissen, muss man dann ältere Vertragsentwürfe lesen, zum Beispiel den von Februar 23. Und da steht es dann: Personen in gefährdeten Situationen sind indigene Völker, Angehörige nationaler und ethischer, religiöser oder sprachlicher Minderheiten, Flüchtlinge, Migranten, Asylbewerber, Staatenlose, Menschen in kleinen Inselentwicklungsstaaten und Personen in fragilen Kontexten. Fragile Kontexte? Wenn man kurz darüber nachdenkt, dann kann man Letzteres zumindest entschlüsseln. Flüchtlinge, Migranten, Asylbewerber und so weiter, das sind Menschen, die aus fragilen Kontexten kommen, sobald sie dann bei uns angekommen sind. Also grob gesprochen sind alle Afrikaner und Asiaten, solange sie in Afrika oder Asien sind, Menschen in fragilen Kontexten, denen besonders geholfen werden muss. Und wenn sie dann bei uns sind, dann sind sie Asylbewerber oder Migranten oder sonst was und dann müssen wir ihnen bei uns besonders helfen. Was unbedingt auch interessant ist, ist, was in dem Vertrag nicht steht. Also in der aktuellen Version nicht mehr steht, was aber in Vorversion noch ausdrücklich stand und jetzt gestrichen wurde, ich will sagen, versteckt wurde. Die Version von Februar 23 hat ausdrücklich das Leitprinzip und Recht auf Gesundheit festgestellt. Gemäß Artikel 4 wurde das Recht auf Gesundheit definiert als Zitat, das Recht auf das erreichbare Höchstmaß an Gesundheit definiert als ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens, das ausdrücklich ein Grundrecht eines jeden Menschen sei, unabhängig von seiner wirtschaftlichen Lage. Ein Höchstmaß an sozialem Wohlbefinden, unabhängig vom Geldbeutel, für alle Menschen auf der Welt. Und darauf haben die einen Anspruch. Völlig klar ist auch, wer das bezahlen soll, nämlich wir.
Der letzte Vertragsentwurf von Juni 2023 hat in Artikel 1 auch noch etwas definiert, was nun verschwunden ist, nämlich die Infodemie. Und die bedeutet, Zitat, ein zu viel an Informationen, das zu Verwirrung und Misstrauen gegenüber den Gesundheitsbehörden führt. Zitat Ende. Dieses zu viel an Informationen bezog sich ausdrücklich nicht nur auf falsche oder irreführende Informationen, sondern auch auf zutreffende, richtige Informationen, also Fakten. Jetzt ist das in der aktuellen Version entlarvende Definition nicht mehr enthalten, aber der Geist, der solche Worte erfindet und meint, die Regeln zu müssen, der springt einem aus jeder Zeile weiter ins Gesicht. Und in diesem Geist wird der Vertrag gelesen und gelebt und interpretiert werden. Man hat nur gemerkt, dass wenn man sowas aufschreibt, expressis verbis, man dem Widerstand ein scharfes Schwert in die Hand gibt. Infodemie, ein zu viel an korrekten Informationen und Fakten, die Misstrauen gegen die Behörden erwecken. So, aus den Begriffen und Definitionen in Artikel 1 des neuen Pandemievertrages kann man ablesen, wohin die Reise geht. Das soll für heute genügen. Das nächste Mal befasse ich mich mit den Zielen des Pandemievertrages. Wir müssen diesen Vertrag verhindern. Und das können wir nur, wenn die Welt davon erfährt. Sie machen dabei den Unterschied. Teilen Sie dieses Video, klären Sie die Welt so auf. Abonnieren Sie meinen Kanal, liken und kommentieren Sie. Vielen Dank.